Hi Leute, heute geht's ganz kurz und knackig darum, warum harte Arbeit dich nicht weiterbringt. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass Profis, wenn die ein gewisses Können erlangt haben, egal in welchem Bereich, sei es beim Sport, irgendwelche Basketballprofis, Fußballprofis, egal was, oder erfolgreiche Menschen, dass die Dinge mit Leichtigkeit machen. Dinge, die du als völlig schwer empfindest, und dann nimmt irgendein Neuling den Ball in die Hand und möchte da das erste Mal auf den Korb werfen. Das schaut aus wie sonst was und du denkst dir, wie stellt denn der sich an? Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du ein gewisses Können erreicht hast, nachdem du ein Bestreben hattest und da wirklich Zeit, Energie reingesteckt hat und dir das Spaß gemacht hat, dass du dann Dinge mit Leichtigkeit schaffst? Mit Leichtigkeit handhabst du dann gewisse Hindernisse. Mit Leichtigkeit wirfst du in den Korb und erzielst Treffer. Vorher war das ein hartes Bestreben, da überhaupt einmal mal in den Korb zu treffen. Aber wenn du eine gewisse Zeit, Energie irgendwo rein investiert hast, mit Freude, wenn du mit Freude arbeitest, dann ist Arbeit nicht hart, sondern leicht. Die Dinge geschehen mit einer Leichtigkeit, aus Freude heraus. Und da soll es wieder hingehen, wenn du arbeitest, Arbeit mit Freude und Leichtigkeit wird kommen. Der Spaß. Und am Ende ist es sogar egal, was du mit deiner Arbeit erreichst. Weil du Spaß dabei hattest, wirklich egal. Das ist der Sinn davon. Ansonsten macht's gut, wollte ich heute nochmal loswerden. Leichtigkeit bei der Arbeit, Freude bei der Arbeit. Das ist Zukunftsmusik und nicht hart arbeiten. Hart arbeiten bringt dich nirgendwo hin. Du musst die richtigen Dinge tun und du musst es mit Leichtigkeit tun, mit Spaß, mit Freude. Dann geht es so locker von der Hand und du hast dabei kein Burnout oder sonstiges. Mach's gut. Ciao.